Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Eingelegt und Angezockt. Ich bin der Thiago und wir haben noch eine albtraumhafte Rechnung offen. If you know what I mean. Denn es gibt einen Boss, der uns noch ein wenig zu ärgern scheint. Aber auch den kriegen wir früher oder später noch klein. Ui. Interessanterweise hat es sich bislang bewährt, ihm einfach volle Kanne auf die Fresse zu geben, ohne Rücksicht auf Verluste. Sehr schön. Interessant wird es halt nur erst in der zweiten Phase, wenn man nämlich dann sein Gesicht sieht. So, okay, jetzt kann ich ja hier schon mal ein bisschen auf Abstand gehen. Okay, das geht nicht, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Oh ja, das lief doch gut. Ach komm, das war doch jetzt nicht fair. Halleluja! Ballern wir mal sicherheitshalber weiter, da kommt doch jetzt wahrscheinlich so ein... Genau. Okay, die können wir... Den können wir uns einfach so auf Abstand halten. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber nicht unvorsichtig werden. So! Geht doch! Gravity Suit. Erleichtert Bewegung im Wasser. Wusch. Me gusta. So. Mal schauen, was Adam hierzu zu sagen hat, würde ich sagen, ne? Ah, okay. Das hier war mein... Hier war der Dash nötig. Und einfach auf gut Glück. Wunderbar. Ein Träumchen, möchte man meinen. Ach, sich ganz normal im Wasser bewegen zu können, ist herrlich. Stellt euch mal vor, ihr seid so ein Olympionike. Und irgendwie so der krasseste Schwimmer in der Hood. Und da kommt einfach so ein Typ an und sprintet an euch vorbei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei ich gerade gar nicht weiß. Aber wahrscheinlich müsste Sprinten nach wie vor deutlich schneller sein als Schwimmen, denke ich mal. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ah, gegenüber. Na, komm schon. Hallo? Willst du nicht? Was muss ich denn tun, um dich einzusammeln? Hallo? Nein? Heute nicht?
Magst mich nicht? Ja, aber hier kann ich doch auch dran hüpfen. Was spricht denn dagegen, hier vorne dran zu hüpfen? Ah, okay. Gute alte Powerbombe. Ah. So richtig geil war das jetzt aber nicht, oder? Warte mal. Wie komme ich da denn dann hoch? Gerade was übersehen. Ah, da geht's lang. Ach, verdammt. Hüpf, hüpf. Ach, komm schon. So. Wunderbar. So. Wie komme ich da denn jetzt? Wenn ich das mache, ne? Müsste dann nicht eigentlich alles weggehen und aufgedeckt werden? Screw Attack. Ich verstehe. Nicht. Denn. Ach so, ich kann ja auch da oben her. Ich Vollidiot. Ja. Ach, nervige Mistviecher. Die Idee hätte ich aber auch früher kommen können. Ah, so. Nur, dass ich hier nicht wirklich durchkomme. War klar, das war noch zu einfach hier. Wie lösen wir das Problemchen jetzt hier? Regenerator. Ist zwar eine tolle Sache, hilft uns aber auch noch nicht so richtig weiter. Und hier habe ich noch was übersehen, wie es scheint. Da oben. Aha. Sehr schön. Ich habe noch eine Idee. Ah, das sind. Moment, hier sind wir hergekommen. So, war hier nicht auch Dash oder so? Ja! So, okay. Boom. Jetzt sind wir in Sektor 4 gelandet. Auch nicht schlecht.
richtig viel. Oh, warte. Komme ich da hin? Nee, Screw Attack. Und hier muss ich wieder durchdashen. Das kriegen wir doch hin. Ist ja mehr als genug Anlaufmöglichkeit hier. Oh je, das ist schon ein bisschen traurig, aber gut. Und hey! So, speichern. Hier der. Ah, hier war das. Sehr schön. Moment. Weil wir hier aber noch nicht waren, checke ich das auch noch schnell ab. Nervige Viecher. Wieso gehen deren Projektile durch Wände? Wieso kann sowieso alles immer gleich schießen? Ach, verdammt. Naja, gut. Nehme ich mit. Und tschüss. Ich schlage vor, wir gehen mal erst links. In Super Metroid gab es mal so eine ähnliche Szene. Wollte schon sagen, wo man das Ganze dann per Powerbombe sprengen durfte oder musste. Hä? Kriege ich die gar nicht klein oder was? Powerbombe? Ah, okay. Sehr schön. Was haben wir hier vorne noch Schönes? Ah, Mistviecher. Ist immer ein bisschen nervig, dass man den anders nicht zu Leibe rücken kann. Aber gut, solange es noch eine Möglichkeit gibt, sie zu ärgern, will ich mich mal nicht beschweren. Okay, hier geht's auch noch weiter. Hier lang. Wo wir hier wohl am Ende rauskommen. Okay, dann müssen wir da wahrscheinlich erst abbiegen. Oh ja, dann nimm halt deine Powerbombe. So. Ah. Sehr schön. Ich glaube, damit kann ich jetzt alle Schleusen öffnen, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir könnten jetzt... Nö, ich würde sagen, wir gehen ja einfach rechts unten durch. Können wir direkt ein paar neue Areale abchecken und alle sind glücklich. Boah, ich habe ja heute einen sechsten Sinn, das ist der Hammer. Warum geht die Scheißtür dann jetzt nicht auf? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jetzt aber?
Jetzt aber, sehr schön. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe jetzt keine super krassen Ambitionen, das Ganze jetzt hier zu komplettieren. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, hier großartig Sachen liegen zu lassen, wenn ich sie entdecke und mitnehme, ne? Das gehört ja letztendlich auch ein bisschen dazu, ne? Und durch all solche Entdeckungen stößt man ja letztlich auch auf so Geschichten wie das rote Terminal eben. So gesehen, Win-Win. Bisschen besseres Equip haben wir dann auch am Start. Also am Ende vom Lied haben wir alle gewonnen. Außer vielleicht die Feinde, die mögen mich dann nicht mehr so sehr. Aber das ist schon okay. Damit kann ich gut leben. Mal weg, Powerbomben. Auch hier wieder. Super Metroid lässt grüßen. Grüßt aber nicht allzu viel. Ach komm. Holla, das kann die gar nicht. Das ärgert die nur so ein bisschen, oder wie, oder was? Speichern ist gut. Speichern mag ich. Da können wir gleich frösteln, aber ich check mal erstmal hier die nähere Umgebung. Können wir die dann jetzt bomben oder so, wenn sie gefrostet ist? Nö. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass Frösteln ohnehin wichtig ist. Für irgendwas wird es jetzt noch wichtig sein. Sagte er und fand es nicht raus. Okay, da könnte ich lang dashen. Ja, super. Und wie soll ich das Ding da wegkriegen? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Rechts, 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 rechts. Es reicht zu spät am Tage. Ich habe auch nur noch eine so eine Powerbombe. Das sollte ich mir vielleicht gut einsparen. Vielleicht mal genau hier, genau in die Ecke stellen. Hoffen, dass es reicht. Ja, sehr schön. Jo, einfach umrennen. Oh, auch noch die Viecher. Vor allem, was hier rumkreuchen könnte, ne? Das ist ausgerechnet meine neuen Lieblingsgegner hier. So.
Ich hatte schon wieder gefühlt den Finger auf der Powerbombenabzug. Muss mich dann kurz vor knapp eines besseren belehrt haben. Kann man sich selber eines besseren belehren? Wahrscheinlich schon. Missiles Streuradius. Lade mit R, schieße mit B. Das gefällt mir. Oh Mist, jetzt habe ich tatsächlich doch meine letzte Powerbombe benutzt. Naja, gut, egal. Können wir noch irgendwas mitnehmen, wo wir schon mal hier sind? Ja, schon mal. Ich denke mal, dass wir jetzt bestens gerüstet sind, um mitzunehmen, was auch immer man da unten mitnehmen kann. Theoretisch zumindest. Natürlich fehlt genau jetzt die eine entscheidende Powerbombe. Ey, das ist doch der Hammer. Manchmal glaube ich, dass das Karma mich auf dem Kieker hat. Aber gut, selbst schuld eigentlich, ne? Tada! So, dann wollen wir mal schauen, was Adam uns mittlerweile zu sagen hat. Wir waren ja jetzt doch eine ganze Weile unterwegs. So. Sie haben selbst ihre Missiles aufgerüstet? Eigenartig. Das HQ hatte diesbezüglich nichts gemeldet. Sicher nur ein kleines Versäumnis. Dennoch hatten sie keine Erlaubnis, Sicherheitssperren der Ebene 4 zu umgehen. Zukünftig halten sie sich bitte an ihre Anweisungen. Nun gut, Samus, erinnern Sie sich noch an den Wachroboter, dem Sie begegnet sind? Ich glaube, die X haben auch ihn infiziert oder vielmehr die organischen Komponenten seines neuralen Netzwerks. Er ist nun in Sektor 6. Schwer zu beurteilen, welche Absicht er verfolgt, aber wir sollten nicht abwarten. Samus, Sie wissen, was zu tun ist. Suchen Sie unverzüglich Sektor 6 auf. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass er jetzt rumgezickt hat, dass ich Eigeninitiative übernommen habe. Ich meine, letztendlich, bin ich auf einer Raumstation, wo ich die einzige Überlebende in Anführungsstrichen hier bin. Und dann sollte man doch letztendlich jede Maßnahme, die mir hilft, gutheißen, oder nicht? Aber nun. Der Wachroboter scheint deutlich stärker geworden zu sein. Das gibt Anlass zur Sorge. Seien Sie äußerst vorsichtig. Doch wir haben noch ein weiteres Problem. Sie müssen umgehend Nock verlassen, nachdem Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Das SAR-X ist Ihnen auf der Spur. Puh, bleiben Sie nicht länger als unbedingt erforderlich.
Ja, das verspricht einladend zu werden. Kann ich jetzt hier irgendwie durchkommen? Ja. Ah, hier wäre was. Hilft mir aber auch nicht so viel. Ah. Tja, einfach mal der Nase nach, würde ich sagen, ne? War da vorne noch was Spannendes? Nö. Hier ja anscheinend auch nicht. Gehen wir mal erst rechts runter. Na, da komme ich natürlich nicht hin. Da komme ich auch nicht durch. Wie schön. Warum sind hier eigentlich schon wieder so Eisviecher? Das ist doch der Nachtbereich. Andererseits, nachts ist kälter als draußen. Damit wäre die Sache wahrscheinlich geklärt. So. Nur so ein Gefühl. Könnte hier was sein? Ne, ist nichts. Aber ich glaube, ich nutze den Speicherpunkt an dieser Stelle, um schon mal Schluss zu machen. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Man sieht sich im Forum. Ciao.